und herzlich willkommen zu What the Fuck, der Show, in der häufig gestellte Fragen beantwortet werden. Begrüßen Sie nur mit einem recht herzlichen Applaus den heutigen Fragensteller, Basti. Kleinarbeit, die äußerst interessanten und wichtigen Fragen der Leute zusammengetragen. Ja, woran bist du eigentlich geboren? Er wird die Fragen nun vortragen. Natürlich hat er sie alle auswendig gelernt und liest sie nicht vom Bildschirm ab. Viel Vergnügen! Wo wohnst du eigentlich? Bremen! Rauchst du oder trinkst du? Nein, ich rauche nicht und ich trinke nicht und ich trinke nicht mal an Silvester Sekt. Und ich nehme auch keine Drogen, obwohl ich so aussehe. Was ist eigentlich deine Lieblingsmusik? Ja, alle meine Musik kaufe ich mir natürlich auf CD und stelle sie mir dann in meinen CD-Ständer. Ständer. Hier eine kleine Auswahl. Hey, das war's! Was ist eigentlich deine Lieblingsserie? Simpsons, Futurama, Family Guy, SpongeBob, Krankenwagen, Dinosaurier im Weltraum, Wissenschaftssendungen, Hilfe, mein Haus sieht scheiße aus, reiß es bitte ab und bau ein neues, Sendungen. Star Trek! Was ist eigentlich dein Lieblingsfilm? Es gibt keinen besseren. Was ist eigentlich dein Lieblingsautor? Diese beschissene Mistschlampe hier. Douglas Adams. Er ist Gott. Wie bist du auf den Namen Kultmirror gekommen? Ich war früher, als das Internet noch neu war, ziemlich großer Fan von dieser Band hier. Die hatten ein Lied namens Creatures That Kissed in Cold Mirrors. Falls ihr euch fragt, was ist überhaupt ein Kaltspiegel? Das ist ein Spiegel, der zum Beispiel in Halogenlampen eingesetzt wird, um die beleuchteten Objekte nicht zu sehr zu erhitzen. Und um das jetzt zu speichern, habt ihr eine schöne Kindheitserinnerung gelöscht. Wurdest du schon mal auf der Straße von Fans erkannt? Oh ja, vorzugsweise bei McDonald's, gerade wenn ich den Mund voller Pommes habe. Leute, bevor ihr mich von schräg hinten mit dem Handy filmt, kommt lieber schreiend auf mich zugelaufen. Hast du ICQ, MSN oder Skype? Ja, ich habe Skype, aber das benutze ich wirklich nur, um zu telefonieren. Ich bin nicht so die Chat-Person. Ansonsten bin ich ganz schön langweilig. Es ist gar nicht cool, mit mir zu chatten. Ich nerv dich auch nicht, also du kannst sagen, wenn ich nerve. Ich weiß, du willst nicht nerven und es ist sehr lieb von dir, wenn du mit mir chatten möchtest. Aber es sind leider viele Leute, die chatten wollen und wenn auch nur einer was fragt, dann bin ich den ganzen Tag beschäftigt und komm zu nix mehr. Freust du dich überhaupt über Fanmail? Wenn sie wirklich ernst gemeint sind und nicht nur aus LOL, ich schreib dir gerade, bestehen, dann natürlich. Ich schreibe sogar zurück nach 4 Monaten. Jeder hat eine eigene Geschichte und ich weiß, wie das ist, wenn man Fan von jemandem ist und dann eine Antwort bekommt. Das ist ganz schön. Kann ich dich mal live treffen? Ich bin 12 und heiße Bitches Kilo. Nein. In deinen Videos hattest du schon mal von Fans Besuch. Wieso dürfen die und ich nicht? Ja, pass auf, es ist so. Die meisten Leute, die ich zu mir einlade, habe ich vorher schon mal getroffen. Oder sie sind volljährig oder sie wohnen hier eh in der Nähe. Außerdem reagieren die meisten Eltern ziemlich empfindlich auf das Thema Cult Mirror. Ja, hallo? Hier ist die Mutter von Flori. Flori soll sofort nach Hause kommen. Ich habe im Internet gelesen, sie machen Videos über Pornokeller. Ich zeige sie an. Ich will dich aber so gern treffen. Manchmal gibt es auch Cult Mirror Fan-Treffen. Das ist meistens von Fans selber organisiert oder ich kündige das im Twitter an und dann treffen wir uns. Steffi, du musst mir auch das Auge zeigen, mit dem du blinzelst. Wann kommt dein neuer Synchro-Teil? Oder hast du aufgehört? Bist du tot? Nein, ich habe nicht aufgehört. Es ist nur sehr unregelmäßig. Zweitens, nein, ich bin nicht tot. Ich rieche nur so. Wo kann ich sehen,
wann ein neuer Synchro-Teil kommt. Da auf YouTube jetzt auch das Verlinken zu Copyright-geschütztem Material anscheinend verboten ist, muss ich das immer geschickt verstecken und erzähle dann irgendwie Sachen über meine Urlaubsfotos oder so. Aber ihr könnt das Ganze jetzt auch schon auf YouTube angucken, denn es gibt sehr viele treue Fans, die der Gefahr ins Auge blickend die Synchros trotzdem hochladen. Wie kommst du eigentlich auf die Ideen, Synchros zu machen? Oh, die Frage habe ich ja noch nie gehört. Oh, da weiß ich gar nicht, was ich antworten soll. Nee, da bin ich jetzt zu unvorbereitet drauf. Tut mir leid. Hast du auch ein Drehbuch? Ich habe ein Reimbuch. Boah, ist das lustig. Ja, ja. Ich lese es aber nicht vor. Beste Regieanweisung ever. Backfisch. Ja, also manchmal schreibe ich mir schon Drehbücher, aber manchmal reicht auch einfach nur ein Wort. Wen sprichst du eigentlich in den Synchros? Fresh D nicht? Harry nicht? Hermine, oder? Ich spreche eigentlich alle Hauptcharakter, auch wenn mir viele Leute das nicht glauben. Sogar Fresh D, Digga! Wie kriegst du die Stimmen hin? Es gibt viele Leute, die kriegen perfekt Dialekte hin und können Prominente nachmachen und ich kann das überhaupt nicht. Sprich da ein bisschen gedrückt. Oder sprich ganz heiser. Oder total eingebildet. Oder ganz tief. Und ich alber einfach nur rum. Ich behaupte immer, das kann jeder. Wo bekommst du die Soundeffekte her? Türen, Explosion oder Fischgeräusche von einem Karpfen? Ich bekomme meine Soundeffekte meistens von soundrangers.com. Ich weiß, dass es eine Paysite ist und die irgendwie $1 für jeden Sound verlangen, aber man kann die Demo-Samples auch mitschneiden. Ansonsten gebt ihr einfach bei Google Free Sound Effect Fischgeräusche ein. Was ist das für eine Musik, die bei hier Videonamen einfügen? In der Minute hier Zahl einfügen vorkommt. Ich weiß nicht mehr genau, welche Musik ich wo benutzt habe. Es steht meistens in den Credits und wenn es da nicht steht, dann weiß ich es auch nicht. Was sagen eigentlich deine Eltern und Freunde zu den Synchros und Videos? Finden die das cool oder peinlich? Meine Freunde wären nicht meine Freunde, wenn sie es absolut kacke finden würden. Und meine Eltern kennen die Videos, finden das nicht unbedingt lustig, aber es freut sie, wenn es andere lustig finden. Wie kommst du darauf, dass Dumbledore ein Rapper ist? Damals in der wunderschönen Jugendzeitschrift Yum, die ich natürlich nicht gekauft habe, sondern ich habe sie gefunden, war ein Artikel über Harry Potter. Der Film wurde erklärt durch kleine Filmstills und die Redaktion von Yum hat sich gedacht, Mensch, machen wir da noch mal Sprechblasen rein. Und Dumbledore hatte die Sprechblase, hoffentlich geschieht den Kids nichts. Und ich fand dieses Kids so absurd. Nur der weise alte Dumbledore würde doch niemals Kids sagen. Und dann ist in meinem Kopf Fresh D entstanden, der unbedingt englische Wörter in seine Sprache einbaut, um besonders cool zu wirken. Yeah! Hast du noch irgendwelche Fragen? Wie? Wie? Wen? Wie? Wo? Warum? Wie? Nee.